Schönen guten Abend. Vielen Dank. Oh. Dankeschön. Willkommen auch daheim zur 2-millionsten Ausgabe von Was liest du? Unserer ultralangen Buchnacht, 30 Minuten mit 3 Büchern und 2 Menschen, die Sie hoffentlich einige Male zum Lachen bringen werden. Mein heutiger Gast, eine wunderschöne junge Frau, die hat in Berlin eine Schauspielausbildung hinter sich gebracht, dort auch Theater gespielt, viel Hörfunk gemacht, ganz viel Fernsehen, und Sie kennen sie, denke ich, alle aus der Erfolgsserie, dem Prunkstück von ProSieben, Switch Reloaded, mit Preisen nur so zugeschmissen, wenn Sie mir das M noch gestatten. Und Ihre Paraderolle in dieser Serie ist uns Heidi Klum, wo sie eine Tonhöhe erreicht, die eigentlich nur noch für Hunde hörbar ist. Es ist mir völlig rätselhaft, wie sie das macht, aber vielleicht erklärt sie uns das. Begrüßen Sie die wunderbare Martina Hill. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Und wie macht man das jetzt? Wie geht sowas? Ganz einfach. Heidi Klum hat ja ihren Brüsten Namen gegeben. Aha. Welche? Hans und Franz. Nee, Franz und Hans. Ach, egal. Keine Ahnung, wie ich das mache. Irgendwie kam's. Du machst ja auch Angela Merkel. Wie nennt die denn ihre Brüste? Das hier ist die große Koalition. Mit Maske sieht es natürlich dann immer noch ein bisschen anders aus. Ja, aber die Mundwinkel reichen ja schon. Ja, das ist okay. Das reicht. Gut, du hast uns natürlich auch ein Buch mitgebracht, weil sonst hätte es ja auch wenig Sinn. Und was hast du gewählt? Ich habe gewählt? Ich habe mir... Die hast du mir doch zugeschickt. Das hier. Das meinst du, ne? Das meine ich, ja. Das habe ich. Das hat mich angesprungen im Regal. Das ist von Lars Niederreichholz. Der ist von Mundstuhl, kennt man hier zu sehen hinten. Das ist der mit der Brille. Ach. Ja. Und das Buch heißt Unknorke. Fein. Und um was geht es? Die Hauptfigur heißt Marc, und Marc ist Mitte 30 und hat 16 Semester Volkswirtschaft studiert, hasst Ökokram und hat eigentlich auch überhaupt keinen Bock zu arbeiten, aber die Umstände, die zwingen ihn dazu, hochschwangere Frau, die angeblich immer die Pille genommen hat, und die Schwiegereltern, die machen ihm jetzt Druck, weil er bei denen eine Hypothek, also die Eltern haben für ihn eine Hypothek aufgenommen, weil er nicht kreditwürdig ist, und deswegen muss er jetzt dieses Reihenhaus irgendwie finanzieren und hat sich jetzt beworben und hat nur Absagen bekommen. Aber eine einzige Bank hat ihm geantwortet, und zwar eine ökologische Bank. Und da hat er so gar keinen Bock drauf. Es gibt sehr viele kleine Geschichten in dem Buch, aber die große Linie ist vor allen Dingen mal sein privates Drama. Denn Nadja, seine Frau, ist ja gesegneten Leibes, wie wir sagen. Und er kriegt diesen Anruf, es ist soweit. Und stürzt ins Krankenhaus. Als ich im Krankenhaus ankomme, sind Nadja und meine Schwiegermutter schon da. Ich betrete das Zimmer auf der Entbindungsstation. Nadja ist an einen Venenmesser angeschlossen, und auf einem Bildschirm erscheinen die Herztöne des Kindes als regelmäßige grüne Striche. Na, alles klar? Saudumme Frage von mir. Zum Glück antwortet niemand. Alle sind zu sehr mit Nadja beschäftigt. Ein junger Arzt hat 2 Finger in die Vagina meiner Frau gesteckt und sagt gerade: Ja, das fühlt sich doch gut an.
Ja, das sieht gut aus. Ich würde ihm am liebsten eine reinhauen. Was bildet sich dieser Penner ein? Mit einem Mal stößt Nadja einen Schrei aus, der mir das Mark in den Knochen gefrieren lässt und hört einfach nicht mehr auf zu schreien. Gott sei Dank bin ich ein Mann, Gott sei Dank bin ich ein Mann, Gott sei Dank bin ich ein Mann, flüstere ich in den nächsten Minuten mit geschlossenen Augen, gebetsmühlenartig und zerquetsche währenddessen Nadjas Hand. Erstaunlicherweise bedankt sie sich später sogar dafür und sagt, ich wäre ganz dolle dabei gewesen und hätte alles miterlebt und wäre eine ganz große Hilfe gewesen. Während Nadja exorzismusartig zuckt und meine Schwiegermutter heult wie ein Kleinkind, verrichten die Hebammen ihre Arbeit mit der Ruhe und Gelassenheit eines alten Automechanikers, der eine Zündkerze wechselt. Fast gelangweilt sagen sie Dinge wie Dammschnitt, Presswehen, ich sehe schon Haare. Und auf einmal ist das Kindchen da. Habe ich mir einfallen lassen. Süß, ne? Er hat jetzt erstmal, bevor wir wieder auf die Krankenstation gehen, seinen Junggesellenausstand. Er ist auch in einer Rockband, die heißen Three Rocks. Three Rocks, bestehend aus dem Tim, dem Gitarristen, Uwe am Schlagzeug, er spielt den Bass und der Manager, oder der auch Tontechniker ist, Raphael, hat es auch übernommen, seinen Junggesellenausstand, also Marx Junggesellenausstand zu organisieren. Stilsicher wählte er hierfür das Frankfurter Bahnhofsviertel aus. Super Wahl. Und fing nach zwei Bieren damit an, in jeder Spelunke herum zu posaunen, dass ich bald heiraten würde. Was dazu führte, dass ich mich ständig von schnauzbärtigen türkischen Barbesitzern und drogensüchtigen Nutten abknutschen lassen musste. Gegen Ende dieses peinlichen Abends standen wir in einem heruntergekommenen Striplokal und über die bis zur Pegelverzerrung beanspruchten Lautsprecher wurde gerade Madame Chouchou angekündigt. Woraufhin die Zwillingsschwester von Tina Turner als Wasserleiche. Das find ich super. Zum pumpenden Beat von Voulez-vous coucher avec moi die Bühne betrat und mich sofort fixierte. Nachdem Raphael wieder durch den Raum gebrüllt hatte, dass ich mich bald vermählen würde. Kurz darauf stand ich mit Madame Chouchou auf der winzigen Bühne. Und wurde von dem glubschäugigen und in die Jahre gekommenen Transvestiten dazu genötigt, mit ihm zu tanzen und dabei den Oberkörper frei zu machen, während meine Freunde inklusive Raphael lauthals She-Mail, She-Mail, She-Mail riefen. Vielleicht auch, um diesen Reinfall vergessen zu machen, füllt Raphael jetzt, nachdem ich Vater geworden bin, mein Glas randvoll mit Fernet Menta. Ziemlich genau ab diesem Zeitpunkt kann ich mich an den weiteren zeitlos garstigen Verlauf des Abends nur noch fragmentarisch erinnern. Randvolle Gläser stoßen aneinander. Köpfe mit den gleichen Gläsern an den Lippen werden nach hinten geworfen. Lautes Lachen. Jemand bestellt noch eine Flasche Fernet Menta. Ein anderer verteilt Zigarren. Blauer Dunst. Raphael übergibt sich. Tim und Uwe feiern mit nacktem Oberkörper weiter. Der Wirt will, dass wir gehen. Raphael steht auf und kippt zur Seite weg. Raphael hat eine Platzwunde an der Stirn und blutet sein T-Shirt und den Boden voll. Blaulicht, Krankenwagen. Jemand bestellt noch eine Flasche Fernet Menta. Raphael ist wieder da, mit 6 Stichen genäht. Das war nicht so witzig. So, wie geht's weiter? Standesamt wird er jetzt geschickt. Nachdem ich mich in eine lange Schlange glücklicher Elternteile gestellt habe, öffne ich eine mit dem Schild Standesamtklinik versehene Tür. Ich betrete einen fensterlosen Raum und blicke direkt in die Glubschaugen des Transvestiten, der noch vor wenigen Stunden seinen in ein Paillettenröckchen gezwängten Hintern rhythmisch an mein Becken gepresst und dabei meine Hände auf seine ausgestopften Brüste gedrückt hat. Natürlich trägt er jetzt vollkommen angemessene, fast förmliche Kleidung und die Tina Turner Perücke, die fehlt natürlich, klar. Und die bis in den Schritt reichenden High Heels auch, aber dennoch,
Sie ist es. Er ist es, meine ich. Ich setze mich auf den Besucherstuhl vor seinem Schreibtisch und lächle ihn an. Aber er tippt lediglich auf seiner Tastatur herum und fragt dann ganz routiniert gelangweilt: Name? Ach, das bist du ja. Sorry. Name? Wir können das ja nochmal im Zusammenhang machen, nicht? Hallo? War das tatsächlich die gleiche Stimme, die mir noch vor kurzem völlig überdreht? Ei, du kleiner geiler Bengel! Ins Ohr geschrien hat? Ich bin irritiert und frage zögerlich: Madame Chouchou? Madame Chouchou fixiert mich mit einem stechenden Blick, schiebt das Kinn auf eine sehr unweibliche Art und Weise nach vorn. Nachdem sie sich mit einer raubvogelartigen Kopfbewegung davon überzeugt hat, dass ich die Zimmertür hinter mir zugemacht habe, zischt sie: Hör zu, du kleiner Wichser. Ich weiß nicht, was du von mir willst, aber jeder muss schauen, wo er bleibt bei der miesen Bezahlung im öffentlichen Dienst. Und wenn ich von dir noch einmal irgendwas in Sachen Madame Chouchou höre, dann rufe ich ein paar russische Freunde an, die reißen dir die Eier ab und jetzt verpiss dich. Es entsteht eine unangenehm lange Pause. Ich wollte eigentlich nur meinen Neugeborenen einen Namen geben, also wenn's geht, entgegnete ich, relativ ruhig. Auch weil mein Organismus nach dem vorangegangenen Abend nicht wirklich zu einer Steigerung der Herzfrequenz in der Lage ist. Madame Chouchou hat sich mittlerweile wieder gefangen und demonstrativ ein Namensschild mit der Aufschrift Ernst Kreitelmeier in die Mitte des Schreibtisches gerückt. Professionell höflich fragt sie: Nun, wie soll das Kindchen denn heißen? Ich stiere vor mich hin und mir fällt auf, dass ich keine Ahnung habe, wie das Kindchen denn heißen solle. Marie, eigentlich. Marie oder Sophie, da waren wir uns nie einig gewesen, Nadja und ich. Madame Chouchou blickt mich fragend an und ihre Hände verharren über der Tastatur. Ich habe keine Ahnung, sage ich. Wie, Sie haben keine Ahnung? Nun, wir dachten, es wird ein Mädchen. Und? Es ist ein Junge. Das kenne ich. Behauptet Madame Chouchou und schaut kurz melancholisch auf ihre winzigen Reste vom dunkelroten Nagellack auf ihren Fingernägeln. Jetzt kommt's ganz dick, denn mit dem Heim, was Ihnen die Schwiegereltern aufs Auge gedrückt haben und wo sie vor gebürgt haben, ist auch nicht alles zum Besten. Als wir zu Hause sind, verfrachte ich Nadja, Schwiegermutter und das seit dem Verlassen des Krankenhauses unentwegt schreiende Baby schnell nach oben in die zweite Etage, in der sich das Elternschlafzimmer, ein Kinderzimmer und das Bad befinden. Denn unten, also im Eingangsbereich, in der Garage, im Heizungskeller und im Wäschekeller, ist in der Nacht zuvor Wasser eingebrochen. Genauer gesagt, strömt das Wasser aus den Bodenabläufen der ebenerdig integrierten Garage, die sich in diesem Fall sozusagen ungefragt in Bodenzuläufe verwandelt haben, in den nur durch eine Tür getrennten Eingangsbereich und von dort in den Heizungs- und Wäschekellern. Kurze Zeit später klingelt die bereits Monate vor dem errechneten Geburtstermin gebuchte asiatische Hebamme Frau Li, um den frisch gebackenen Eltern den Umgang mit dem Säugling zu erklären. Als ich die Tür öffne, schwappt eine kleine Welle schmutzig-braunen Wassers nach draußen. Feucht, nicht gut, zu feucht hier, sagt sie zur Begrüßung. Ich weiß, dass es hier zu feucht ist. Fast nass, könnte man sagen. Aber ich kann nichts dafür. Und habe zufälligerweise nur dieses eine Haus zur Verfügung. Ah, feucht. Nie gut für klar, Baby. Nie gut. Oben ist es nicht so feucht, kontere ich nochmals und schubse sie die Treppe hoch. Bald stehen wir im Badezimmer. Frau Li hat die Hände geschickt um den winzigen Körper geschlungen und schwenkt das zufrieden glucksende Kleinstkind im warmen Wasser des randvollen Waschbeckens. Mit Erstaunen und nicht ohne Stolz stelle ich fest, dass er bereits im Alter von nur 3 Tagen über einen enormen Hodensack verfügt.
Der macht seinen Weg. Denke ich bei mir, während Frau Lee gekonnt das im Verhältnis dazu relativ kleine Köpfchen abstützt und uns routiniert Anweisungen gibt, die meine Schwiegermutter akribisch auf einem Zettel notiert, der dann an den Badezimmerspiegel geheftet wird. Einmal in Woche mache Bade. Wir sollen das Kind einmal in der Woche baden. Jeden Tag mache Klima auf in Nabe. Jeden Tag Heilsalbe auf den Nabel schmieren. Wenn ich schleie, mache Blusen oder gucke Popo, wenn ich lue, mache Klima. Muss mal wiederholen. Wenn er schreit, die Brust geben oder nach After schauen. Wenn After rot, mit Heilsalbe einschmieren. Genau. Nadja, meine Schwiegermutter, Frau Lee und ich, wir alle betrachten andächtig das kleine Wesen und sein glückliches Baden. Eine harmonische, fast in sich ruhende Atmosphäre stellt sich ein. Ein Baby wird gebadet. Plötzlich befiehlt Frau Lee, dass ich das Kindchen nehmen solle. Das geht mir alles viel zu schnell und ich habe ja auch noch keine Übung. Irgendwie ist es auch so glitschig. Und dann schlüpft mir das Köpfchen aus der Hand und schlägt auf dem Rand des Waschbeckens auf. Aua. Was dazu führt, dass der Säugling augenblicklich losbrüllt, Nadja einen spontanen Weinkrampf erleidet, meine Schwiegermutter konsterniert. Nein! Ruft. Und Frau Lee wieder vorwurfsvoll ihr. Niku für klar, Baby! Herunterleiert, während ich heilige Scheiße schreie. So, wir. Wir hätten jetzt natürlich noch eine wundervolle Hochzeit, die müssen wir auch machen. Ja. Püscher und Jacqueline. Heiraten, aber im Wald. In einem nahegelegenen Waldstück sollen die Feierlichkeiten durchgeführt werden und so warte ich einen morastigen Pfad entlang und plötzlich entdecke ich wild verstreut Dutzende von Tipi-Zelten, kleine Lagerfeuer und Menschen, die aussehen, als seien sie Statisten einer Fernsehdokumentation über das Leben in der Steinzeit. Andere wiederum sehen aus, als kämen sie nach jahrzehntelangem Fußmarsch geradewegs vom Woodstock-Festival. Und alle sind sie die besten Freunde und Verwandten, die Hochzeitsgäste von Jacqueline und Püscher. Obwohl die Temperaturen noch eher herbstlich sind, schließlich ist es November, kann ich viel nackte Haut sehen. Besonders die anwesenden Kinder rennen quasi unbekleidet mit wehenden, verfilzten Haaren zwischen den Zelten umher. Lachen, schreien, heulen und schlagen aufeinander ein. Einen kleinen Dialog zwischen einer gemüseschneidenden Öko-Indianerfrau und ihrem gerade vorbeirennenden Kind kann ich erhaschen. Gemüseschneidende Öko-Indianerfrau. Soleil del Sol, das ist der Name des Kindes. Hilfst du dem Volker mal beim Wasser holen? Hm? Gerade vorbeirennendes Kind? Nö, Fotze! Volker ist wohl der Vater des Kindes. In ökologisch wertvollen Familien wird der Erzeuger niemals Papa genannt, sondern immer mit dem Vornamen angesprochen, um damit auszudrücken, wie ebenbürtig doch alle Menschen sind. Ebenso gut möglich ist es natürlich, dass Volker nach Soleil des Sols Erzeuger bereits der nächste oder übernächste Partner an der Seite von Soleil des Sols Mutter ist. Möglicherweise ist der Erzeuger von Soleil des Sols vor einiger Zeit mit eingefrorenen Arschbacken in seinem Tipi-Zelt aufgewacht, hat zu der neben ihm schlafenden Mutter von Soleil des Sols: Ich hab keinen Bock mehr auf die Indianer-Scheiße. Gesagt, hat sich seine Jeans und den warmen, gemütlichen Pullover mit 50% Polyesteranteil angezogen und ist dann einfach mit seinem Auto davongefahren. Jetzt kommt er, Mark, in seinem Anzug in den Wald. Und Jacqueline spricht ihn an. Was hast denn du für einen Spießerkram an? Fragt sie mich entgeistert. Ich reagiere nicht und frage: Sag mal, wo ist denn die Kapelle? In 30 Minuten soll's noch losgehen.
Kapelle? Jacqueline macht ein ungläubiges Gesicht. Nee, ist doch bestimmt eine kleine Waldkapelle oder so für die Hochzeit, lege ich nach. Jacqueline prustet in sich hinein und Pischer macht eine Kopfbewegung, irgendetwas zwischen Kopfschütteln und Nicken. Kapelle? Ich glaube es einmal, du. Den bürgerlichen Müll, du, den kannst du doch voll schenken. So mit Pfarrer und so. Nee, danke. Wir machen eine richtige Schamanenhochzeit, weißt du? Aber wann's losgeht, weiß ich noch nicht. Unser Schaman ist noch nicht da. Hat eine SMS geschickt, der steckt im Stau. Ich liebe diese Stelle. Nicht so süß. Obwohl keinerlei Musik zu hören ist, tanzen neben uns einige unförmige, rothaarige Frauen und schauen dabei verträumt in den Himmel. Plötzlich geht ein Aufatmen durch das Gehölz. Ein Raunen, welches sich binnen Sekunden in ein Rufen verwandelt. Da kommt er, Jacqueline! Rufen sie. Er ist da! Und tatsächlich, der Schamane ist angekommen und spaziert langsam und erhabenen Schrittes durch den Wald. Jeder Schritt ist ein Ausrufezeichen der Bedeutsamkeit. Und er blickt streng, aber gleichzeitig gütig in die Gesichter der Menschen, die nun herbeieilen und seinen Weg zur Lichtung säumen. Um die Stirn hat er ein dickes Tuch gewickelt, in dem lange Federn stecken. Sein Oberkörper ist bis auf ein helles, mit Türkisen besticktes Lederlätzchen unbekleidet. Eine aus dem gleichen Material gefertigte Schürze verdeckt seinen Schambereich. Und links und rechts hält er in beiden Händen lange Stöcke, an deren Enden gigantische Traumfänger baumeln, sogenannte Dreamcatcher, die es an Autobahnraststätten zu kaufen gibt und die hinter den Frontscheiben von LKWs zu bewundern sind. Wow. Der Schamane tritt nun auf die Lichtung. Und als er mich im Vorbeilaufen ehrwürdig anblickt, erkenne ich ihn sofort. Es ist Madame Chouchou. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer sogenannten Klolektüre, also Bücher für den kleinen Appetit, für zwischendurch. Und das ist ein Buch, die Zeitschrift Neon hat immer so eine Seite mit unnützem Wissen. Und da ist jetzt ein Buch und das ist so, möchte ich wirklich sagen, das Beste in seiner Art. Da sind tolle Sachen. Fang doch mal einfach an, wo du möchtest. Das erste Hörgerät im Jahr 1901 entwickelt, wog mehr als 12 Kilo. Aha. Es wurde nicht hinterm Ohr getragen. Wahrscheinlich nicht, nee. Der Sex von Schimpansen dauert im Schnitt 7 bis 8 Sekunden. Präriewühlmäuse halten bis zu 40 Stunden durch. Ich liege irgendwo in der Mitte. Die argentinische Ruderente kommt auf eine Penislänge von bis zu 42,5 Zentimetern. Die Ente selbst ist nur 40 Zentimeter. Zuckerwatte wurde von einem Zahnarzt erfunden. Ja. Die Töchter von Bob Geldof. Weißt du, wie die heißen? Die heißen Peaches, Honey Blossom, Michelle, Charlotte, Angel, Vanessa. Das ist die erste. Fifi Trixie Bell, die zweite, und Pixie Fru Fru. Jetzt kommt aber, Bob Geldof hat außerdem das Sorgerecht für Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchinson Yates, die Tochter des verstorbenen In Excess-Sängers Michael Hutchins und seiner Frau Paula Yates. Gut, wir gehen jetzt zu meinem Buch. Das hat dir ja unheimlich gefallen. Mhm. Dietmar Wischmeier, er führt die Liste der bei uns am häufigsten gelesenen Autoren mit meines Wissens im vierten Buch, ist das an, führt damit vor Horst Evers und Harald Martenstein. Er ist Autor, Satiriker, hat Philosophie studiert, war dann aber auch bei der Luftwaffe, was ihn hart gemacht hat. Er bezeichnet sich gerne als der größte Philanthrop nach Schopenhauer.
trägt aber dem Menschen an sich schon die nackte Existenz nach. Ist der härteste Comedy-Autor, arbeitet nicht mit Florett oder Skalpell, eher mit Abrissbirne und Vorschlaghammer. Obwohl, ich bilde mir ein, eine gewisse Altersmilde schon hier konstatieren zu müssen. Deutsche Inseln, Jamaika. Jetzt wird's hart. Seitdem auch Frauen den Herbst ihrer Attraktivität nicht erotisch ungenutzt verstreichen lassen mögen, stehen sie vor einem logistischen Problem. Männer ihres Alters sehen genauso benutzt aus wie sie selber. Finden sie nicht scharf oder noch schlimmer, sind der eigene. Junge Stecher auf altem Gelände sind immer noch die große Ausnahme. Und auf dem Importwege kommt nichts an maskulinem Frischfleisch rein. Wenn die Ware also nicht zum Markt gelangt, muss der Markt zum Erzeuger reisen. Die Lösung heißt Jamaika. Als deutsche Brunhild im Vorausschatten des eigenen Klimakteriums erhält man dort eine Menge Schwanz fürs Geld. Mal 3 Wochen in die Karibik flattern und sich vom schwarzen Mann ordentlich durchordeln lassen. Ich halte das nicht aus. Natürlich nicht. Gilt selbst unter Letterverwenderinnen als durchaus hoffähig. Während der wampige Mann im Zenit seiner erotischen Schaffenskraft die Ausflüge nach Thailand oder Brasilien noch als Bildungsreise tarnt, geht Frau 45 selbstbewusst auf Lendensafari. Oh, warte. Das hätte ich nicht gedacht, dass Sie noch mal... Na komm, ein... Der war okay. Die Verwegensten unter Ihnen bringen sich sogar ihr Glück im Schritt als Souvenir nach Hause mit. In Mitteleuropa stößt die Rasterlocke allerdings sehr schnell an die Grenzen des Haschischverzehrs als Hauptbeschäftigung. Und so geht es dem Weibe dann um nichts besser als dem Mann, der sich was Nettes für untenrum aus dem Katalog kommen ließ. Dabei war auf Jamaika doch alles so relaxed. Gut ruhen. 47, frühpensionierte Studienrätin, aquarellierte den Tag über am Beach und wenn es dämmerte, kam der Black Man ins Zelt und rammelte sie wie eins in Babylon. Dabei war es dem erotischen Vergnügen wenig hinderlich, wenn nicht sogar förderlich, dass Black Man ein übler Chauvi-Schwulenhasser und zugedröhnter Drückeberger war. All das, was sie einem deutschen Schwanzträger niemals durchgehen ließ, erschien ihr unter karibischer Sonne wie das Paradies ursprünglicher Sexualität. Was nur wiederum zeigt, dass die Frau in Sachen Beklopptheit längst den Anschlusstreffer gegen das Patriarchat erzielt hat. Das soll es gewesen sein. Das letzte Buch war Dietmar Wischmeier, Deutschbuch Die Bescheuerten. Das ist immer der Untertitel, da gibt es mehrere aus der Reihe Deutschbuch. Dann hatten wir aus der Zeitschrift Neon das Sammelbändchen Unnützes Wissen. Und Martina, was hattest du uns mitgebracht? Von Lars Niederreichholz, Unknorke. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Wir bedanken uns herzlich. Ja. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Gucken Sie mich an. Bedanke mich ganz besonders bei Martina Hill. Ich danke auch. Danke. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.